Raue, ich muss Ihnen jetzt aber nochmal eine Frage stellen, die kann ich nicht gleich in der Live-Schalte stellen. Also wenn ich so als Mann in den mittleren Jahren bei Ihnen auf der Website nach dem Vorstand suche, was fällt mir denn da auf dieser Seite, wo der Vorstand abgebildet ist? Was fällt Ihnen auf? Wir haben sehr schöne Fotos, ein tolles Team, ein sehr junges Team. Vielleicht meinen Sie, dass es drei Vorständinnen sind? Es sind drei Vorständinnen und sie sind auch noch, glaube ich, alle so ungefähr im gleichen Alter. Um die 50, ja, da komme ich auch bald drauf zu. Mhm. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, oder? Da steckt Strategie dahinter. Wir sind ja alle wettbewerblich ausgewählt worden. Also es war ja ein relativ aufwendiges Auswahlverfahren und es ist genau das Ergebnis, was Sie da auf der Website sehen mit diesen drei Fotos von Antje Mansbrücke, Evelyn Korn und mir. Und es sind drei Vorstände mit drei unterschiedlichen Funktionen. Und ja, ich fange mal bei mir an. Der Esel nennt sich zuerst. Gibt halt immer eine Gesamtverantwortung für Haushalt und Personal und bei mir noch für die Projektförderung. Antje Mansbrücke für Innovation mit ihrer Erfahrung eben auch in der Netzwerkförderung. Ich habe vor uns gerade noch den Vortrag von Hartmut Rosa gehört, der eben sagt, Kultur und das Neue entwickelt sich über die Umwege. Und das ist zum Beispiel etwas, was bei uns in der Stiftung so inskribiert ist in diesen Transfer- und Vernetzungsauftrag. Und ja, und dann Evelyn Korn als Sprachrohr aus der Wissenschaft und in die Wissenschaft hinein und auch verantwortlich für die wissenschaftsbasierten Auswahlverfahren. Insofern von der Funktion her, eigentlich dürfte sie da gar nichts wundern. Ja, aber Sie nehmen mir alle meine Gender-Stereotypen weg, das gibt's ja gar nicht. Ja, was für uns interessant ist, also, dass wir sehr unterschiedliche Typen sind, auch mit unterschiedlichen Erfahrungen, Kompetenzen in diese Aufgaben gekommen sind. Und wenn man uns beobachtet, fallen eben, wie gesagt, so Argumente, typisch Mann oder typisch Frau, die fallen halt weg. Unerfahren oder was auch immer. Mhm. Also bei uns sind jetzt andere Erklärungen, biografisch, Wissen oder was auch immer, Haltung, dann ausschlaggebend, jenseits von Gender und Age. Das finde ich ganz spannend, ist auch für unsere Mitarbeiter ganz spannend, dass sie da gucken, okay. Das kann ich mir vorstellen. Also